Am 8. Mai hat im Sportzentrum Zuchwil die Verleihung der Sportpreise vom Kanton Solothurn stattgefunden. In den drei Kategorien Sportförderpreise, Sportverdienstpreise und Sportpreise sind Sportler geehrt worden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler, wie immer ist mir eine grosse Ehre und Freude, euch hier im Sportzentrum Zuchu zur 33. Sportpreisfeier vom Kanton Solothurn begrüßen zu dürfen. Ich begrüße alle Preisträgerinnen und Preisträger mit einem grossen Applaus. Damit übergebe ich das Wort bereits am Landammann Remo Ankli für seinen Anspruch. Im Kalender vom Regierungsrat sind einige Tage besonders markiert. Es sind das eigentliche kantonale Ehrentage. Denn an diesen Tagen ehrt der Kanton Mitbürgerinnen und Mitbürger, die etwas Besonderes, etwas für uns alle Wichtiges geleistet haben. Wer zur Elite gehört, der ragt über den Durchschnitt raus. Wer im vielfältigen Reich der Kultur, in der Welt der Wirtschaft, im Sport, in der Wissenschaft oder auf einem anderen Gebiet Außerordentliches leistet, gehört zur Elite. Menschen, die mehr leisten können als der Durchschnitt, die bringen uns weiter, die bringen uns zusammen weiter, nicht zuletzt, weil sie uns als Vorbilder dienen. Heute dürfen wir Sportlerinnen und Sportler und Vereine gratulieren und ehren, die im vergangenen Jahr in ihrer Sparte herausragende Leistungen realisiert haben, wo über sich und den Durchschnitt herausgewachsen sind und sich neue Grenzen gesetzt haben. Liebe Sportlerinnen und Sportler, freuen Sie sich über Ihre heutige Würdigung. Sie haben sich die voll und ganz verdient. Und ich bin überzeugt, dass Sie uns auch in Zukunft mit tollen Ergebnissen werden erfreuen. Wir kommen zur ersten Preisübergabe. In der Kategorie Sportförderpreise sind folgende Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet worden. Der Vital Albin im Mountainbike. Der Ariel Asti im Schwimmen. Der Charles Pickel im Fußball. Der Dominik Rien im Fußball. Kunstturner Vereinigung Kanton Solothurn im Kunstturnen. Und Swimregio Solothurn im Schwimmen. Eine ganz besondere Auszeichnung ist an zwei Sportler und einen Verein gegangen, die mit dem Sportverdienstpreis für ihr langjähriges Engagement geehrt worden sind. Der Martin Imbach kommt den Sportverdienstpreis über für seinen jahrelangen und beispielhaften Einsatz fürs Turnen und den Turnernachwuchs. Der Uli Schenk wird mit dem Sportverdienstpreis geehrt für seinen jahrzehntelangen Einsatz für den Fußball im Kanton Solothurn. Der Verein Das andere Lager setzt sich seit 25 Jahren erfolgreich ein für den Behindertensport und bietet in einem Bewegungs- und Begegnungsprogramm ein Sportlager an für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Seit 25 Jahren findet jährlich Das andere Lager statt. Das andere Lager ist ein Integrationsprojekt, in dem sich behinderte und nicht behinderte Menschen während einer Woche bei Sport und Spiel begegnen. 50 Schülerinnen und Schüler aus der Regelklasse und 50 Jugendliche mit Beeinträchtigung aus Institutionen des Kantons Solothurn nehmen regelmäßig daran teil. Die Idee des Bewegungs- und Begegnungsprogramms ist, dass die zwei Hauptgruppen, die wir haben, mit den beeinträchtigten und den nicht beeinträchtigten Kindern, dass die zusammenkommen und die verschiedenen Angebote, die wir haben, können gemeinsam bestreiten. Also, dass das eigentlich wie eine Vermischung von diesen Gruppen gibt und man schlussendlich eigentlich gar nicht mehr sagen kann, wer sind jetzt die Beeinträchtigten und wer nicht.
Der Austausch der findet auf verschiedenen Ebenen statt, sei das im Bewegungs- und Begegnungsprogramm, sei das im Wohnbereich, sei es beim Mittagessen. Plötzlich entstehen auch Freundschaften. Für viele Teilnehmende ist das andere Lager auch eine Chance, einmal aus dem Alltag auszubrechen. Es wird mal nicht gefragt, was bist du, welche Behinderung du hast, sondern du wirst einfach integriert. Oder? Im Lager stehen auch Spaß und das Zusammensein außerhalb der täglichen Aktivitäten im Vordergrund. Es geht weiter mit dem musikalischen Intermezzo mit der Ländergiele Hubustein. Bitte. Wir fangen an mit dem ersten Sportpreis. Der Reto Indergand. Die Laudatio wird gehalten vom Heinz Frey. Reto Indergand ist ein stiller Krampfer, der sich seinen Erfolg mit Beharrlichkeit, Ehrgeiz, Wille und Durchsetzungsvermögen erarbeiten muss. Diese Eigenschaften, gepaart mit der ihm eigenen, seriösen, nachhaltigen Kontinuität, ist aber auch eine gute und wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Der Kanton Solothurn würdigt die bisherigen Leistungen des Schönenwerthers mit einem Sportpreis. Dieser soll Ansporn, Motivation, Verpflichtung zugleich sein, um bereits in naher Zukunft in die Fußstapfen von eben diesem Olympiasieger Nino Schurter zu treten. Wir schauen uns dazu gerne einen Film an. Am Biken begeistert mich, dass ich es draussen machen kann, dass ich in der Natur bin, dass ich neue Trails entdecken kann und halt einfach bei jedem Wetter mich draussen zu bewegen. Wenn ich jetzt Ziele fahre, ist es so eine Mischung der Gefühle. Es ist auf einerseits bin ich erleichtert, dass es durch ist, dass ich es geschafft habe. Und auf der anderen Seite ist halt einfach die Erschöpfung da vom Rennen. Gerade am Schluss, so die letzte halbe Runde, probiere ich doch noch alles aus mir rauszuholen. Bin ich wirklich extrem kaputt. Und zusammen eigentlich mit der Freude, dass es durch ist und dass ich das Ziel erreicht habe, ist eine ganz spezielle Gefühlslage. Dieses Jahr sind meine grossen Ziele sicher die Weltcuprennen. Dort möchte ich mich regelmässig in der Top 10 platzieren und eigentlich sogar einen Top 5 Platz. Der zweite Sportpreis. Goda Jan Lochbieler. Die Laudatio wird gehalten von Toni Stäbler. Jan Lochbieler ist fasziniert und begeistert von der vordergründigen Leichtigkeit des Schießsports. Der 25-Jährige weiß aber auch genau, dass nur herausragende körperliche und geistige Fertigkeiten zusammen mit dem richtigen Material Erfolg bringen. Und er ist bereit, diese Erkenntnis umzusetzen. Als einziger Solothurner Athlet hat der 14-fache Schweizer Meister und amtierende Schützenkönig an den Olympischen Spielen
2016 in Rio teilgenommen. Jan Lochbihler will einen Quotenplatz an der Weltmeisterschaft in Südkorea 2018 und dann logischerweise an die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und auch da ein kleines Film dazu. Ich glaube, die ganze Konzentration, der Aufbau fängt schon viel früher an. Also sprich von daheim aus, dann fährt man hierher. Man fängt sich mehr an zu fokussieren, geht mehr in eine Range rein. Und sobald man nachher ein Sportgerät, das Gewehr in den Fingern hat, fokussiert man sich eigentlich nur noch auf sich selber, auf den Ablauf, was muss man genau machen, was muss man beachten. Was sind die Windverhältnisse, was sind die Lichtverhältnisse und so weiter. Wie ist der Körper momentan? Ist er eher angespannt? Ist er zu locker? Wie ist die Psyche? All solche Sachen werden dann beachtet während dem Schießen. Die Faszination am Schießsport finde ich eigentlich ist hauptsächlich die psychische Anstrengung, Konzentration, aber auch die Feinmotorik des Körpers. Ich selber schiesse zwei Disziplinen, olympisch. Das heisst, ich schiesse Luftgewehr und Kleinkaliber. Luftgewehr ist auf 10 Meter Distanz und Kleinkaliber ist auf 50 Meter Distanz. Mir persönlich selber gefällt 50 Meter besser, weil es einfach vielfältiger ist, weil wir auch Outdoor schiessen und mit drei Positionen haben, kniend, liegend und stehend. Und es liegt mir auch besser. Der Schütze Jan Lochbihler erhält einen Sportpreis für die Resultate während der letzten Jahre, die in der Olympiateilnahme 2016 gipfelten. Jan, deine Bühne. Der letzte Preis vom heutigen Abend geht ab Melanie Mattis. Das Privileg von der Laudatio habe ich mir genommen, als ehemaliger Klassenlehrer und Clubkollege. Habe ich gedacht, das mache ich. Nach einem Olympiaprojekt 2014 im Regattabereich gewann sie 2015 den U23-Weltmeistertitel im Sprint und erreichte im letzten Jahr einen neuen Höhepunkt. Melanie Mattis erhält einen Sportpreis für ihre hervorragenden Leistungen im Kanusport und wir sehen jetzt ein Video über Melanie Mattis und ihre Sportart. Kanufahren begeistert mich vor allem die Vielseitigkeit von diesem Sport. Jeder Fluss ist anders. Und sogar der Gleichfluss ist je nach Wasserstand ganz unterschiedlich. Man muss sich auch immer überlegen, wie kann ich die Strömung am besten ausnutzen, aber dass ich gleich nicht den längsten Weg mache. Also manchmal muss man vielleicht auch eine Kurve schneiden und dann ein bisschen durchs Kehrwasser, sagen wir, fahren. Oder muss ich eben gleich ganz außen fahren, den langen Weg fahren, aber dafür habe ich mehr Strömung, die mir hilft. Mein grösster Ansporn beim Kanufahren ist sicherlich auch ein bisschen mit meinem Werdegang. Also, ich konnte recht früh mit 15 eben Gold gewinnen an der Junioren-Weltmeisterschaft. Und dann ein Jahr darauf gerade wieder den Titel holen. Und dann irgendwann macht man sich selber auch ein bisschen den Druck. Und natürlich auch von außen kommen Erwartungen. Ich bin eigentlich mittlerweile nicht mehr zufrieden mit einem 10., mit einem 5. Platz. Ich will nur noch aufs Podest fahren oder ganz zuoberst aufs Podest kommen.
Und Stellvertreterin ist ihre Schwester Vanessa hier und wird den Preis für sie in Empfang nehmen. Vanessa, darf ich dich bitten, auf die Bühne zu kommen? Einen herzlichen Applaus! Wir kommen zum traditionellen Teil. Dankeswort im Namen von allen Gärten. Die werden das Mal gesprochen vom Jan Lochbieler. Es ist mir eine große Ehre, im Namen aller anwesenden Athleten und Athletinnen, die einen Förderpreis erhalten, ein riesiges Dankeschön auszusprechen an die Solothurner Regierung und an alle Anwesenden. Brücken bauen. Wir alle haben irgendwo angefangen, konnten uns stetig verbessern, haben auch gelernt, mit Rückschlägen umzugehen, nicht aufzugeben. Das Wichtigste war, wir sind dran geblieben. Wir Sportler geben für unsere Leidenschaft alles. Wir fühlen uns verpflichtet, immer 100% zu geben, um unsere Ziele zu erreichen. Nur mit harter Arbeit können wir uns weiterentwickeln, lernen bei Niederlagen, freuen uns über kleinste Fortschritte. Für uns alle ist es möglich, Träume und Visionen zu verwirklichen. Ich wünsche allen Gewinnerinnen und Gewinner eine erfolgreiche Saison, viel Power und Freude.